Das schönste Säugetier der Welt hat Sorgen. Es ist im Visier von Wilderern. Aber da der rote Panda verborgen in den Bambusdschungeln des Himalaya lebt und weil es Menschen gibt, die sich für ihn einsetzen, gibt es Hoffnung für den vergessenen Panda. Der rote Panda wird auch kleiner Panda, Katzenbär oder Feuerfuchs genannt, ist aber weder mit Katzen oder Bären noch mit Füchsen verwandt. Er bildet sogar eine eigene Familie im Tierreich. Der große Panda ist lediglich sein Namensvetter. Er ist weltweit bekannt, zum Beispiel als Symbol des WWF. Den kleinen Panda kennt dagegen bis heute kaum jemand, selbst in seiner Heimat nicht. Er lebt unterm Dach des Himalaya, in entlegenen steilen Bergwäldern zwischen 1500 und 4500 Metern. Der Panda ist dämmerungsaktiv und nur schwer im Bambusdickicht zu finden. Vielleicht wurde er deshalb bisher vernachlässigt und vergessen. Das muss sich ändern, denn er braucht mehr Aufmerksamkeit. Sein Lebensraum, die Wälder am Südhang des Himalayas, sind bedroht. Wenn sie verschwinden, gehen nicht nur der Bambusdschungel, sondern über 10.000 Pflanzenarten verloren. Darunter Kobralilien, wilde Kiwis und viele Rhododendron-Arten. Die Rhododendron-Blüten werden gerne von Schwarzkappentimalien besucht. Noch singen Lachdrosseln in den Wäldern und Königsglanzfasane, die nepalesischen Nationalvögel, wetteifern mit Satyr-Tragopanen um die größte Farbenpracht. Wenig erforscht, unbekannt oder einfach nur unbeachtet sind auch viele Säugetiere dieses Hotspots der Artenvielfalt. Buntmarder, Leoparden, Muntjaks, Takine, Hanuman-Languren und Assam-Makaken. Sie alle leben, wie der rote Panda, im Bambusdschungel. Dicht und undurchdringlich ist er ein guter Schutz für den Katzenbär. Wichtiger für ihn ist der Bambus jedoch als Nahrungsquelle. Das Raubtier ernährt sich fast ausschließlich von den energiearmen Blättern. Etwa 1,5 Kilogramm frisst er davon täglich. Im Herbst gibt es zusätzlich Früchte von Mehlbeerbäumen. Weil Pflanzen wenige Nährstoffe enthalten, muss der rote Panda Energie sparen. Deshalb verschläft er 80% des Tages. Man könnte ihn als Faultier des Himalayas bezeichnen. Die Winter im Pandawald sind mild und nur von kurzer Dauer. Zwischen Dezember und Februar sind die roten Pandas aktiver als sonst, denn es ist Paarungszeit. Sie markieren Steine oder Äste mit dem Sekret aus ihrer Analdrüse. Die Männchen testen mit einem speziellen Organ am Zungenboden, ob die Partnerin paarungsbereit ist. Schließlich finden sie zusammen und feiern Hochzeit. Der Frühling kommt und mit ihm wieder mehr Wolken und Feuchtigkeit.
Zu Beginn des Monsuns, meist im Juni, bringen die Panda-Bärenmütter nach einer Tragzeit von etwa 5 Monaten 1 bis 3 Junge zur Welt. Die werden aufopferungsvoll versorgt, bei Gefahr sogar in ein anderes Versteck getragen. Oft sind das Höhlen in Baumriesen, die mit Zweigen und Moos ausgepolstert werden. Die Jungen sind Nesthocker. Sie bleiben ein Vierteljahr lang in der Wurfhöhle. Im September nimmt sie die Mutter zu ersten Ausflügen mit in den Bambuswald. Wenn sie nach weiteren 3 Monaten selbstständig werden, kann es passieren, dass sie in die Nähe eines Dorfes geraten. Sehr viele Menschen wissen aber nicht, welch seltenes und besonderes Tier ihnen dann in die Hände fällt. Wegen des Glaubens an die Wiedergeburt allen Lebens fordert der Buddhismus Ehrfurcht vor jeder Kreatur und schützte damit bisher auch den roten Panda. Heute wird es zunehmend wichtiger, dass die Menschen besser darüber informiert werden, welche Schätze in ihrer Heimat leben. Mitarbeiter des Red Panda Network Nepal engagieren sich deshalb für die Ausbildung junger Menschen zu Forest Guardians. Im indischen Bundesstaat Sikkim hat der rote Panda vielerorts symbolische Bedeutung. Händler verkaufen sogar Tee mit dem Panda-Emblem. Und im Barsei-Rhododendron-Schutzgebiet begrüßt der Panda schon am Eingang die Besucher. Selbst das Signet der Forstbehörde ist mit dem Nationaltier Sikkims geschmückt. Mitarbeiter des WWF India gehen zusammen mit Forstbediensteten und Spezialisten aus den Dörfern in die Bambuswälder, suchen Pandas und deren Toiletten hoch oben in Steineichen oder Rhododendronbäumen. Sie wollen herausfinden, was genau Katzenbären fressen und welche Maßnahmen nötig sind, um ihren Lebensraum zu schützen. Auch in Bhutan wird der rote Panda nun intensiver erforscht. In den noch flächendeckend vorhandenen Wäldern gibt es nicht nur Tiger und Tahkiene. Man vermutet dort auch eine der gesündesten Populationen des roten Panda weltweit. Die erst kürzlich angelaufene landesweite Erfassung des Bestandes soll das klären. In anderen Regionen des Himalayas sind bereits große Teile des ehemaligen Panda-Lebensraumes entwaldet. Und die Abholzung schreitet zunehmend voran. Das ist eine der größten Bedrohungen für den kleinen Panda. Das Holz wird zum Bau von Häusern und Möbeln, zum Herstellen von Räucherstäbchen und vor allem als Brennmaterial verwendet. Die traditionellen Lehmöfen sind unrentabel und schaden der Gesundheit, weil sie zu viel Qualm erzeugen. Eiserne Öfen mit Abzugsrohren schaffen inzwischen in einem ersten Testlauf Abhilfe. Dafür setzt das Red Panda Network Spenden internationaler Geldgeber ein. Es ist eine sinnvolle Sofortmaßnahme, nützlich für Menschen und für Pandas. Seit Jahrhunderten weiden Haustiere in den Bambusdschungeln. Noch vor 100 Jahren war das kein Problem für den roten Panda. Gab es doch genügend Nahrung für alle. Inzwischen wird es eng, denn der Wald schwindet rasant und damit die Ressourcen für Wild- und Haustiere. Umfang und die Art der Beweidung müssen angepasst und alternative Futterquellen gefunden werden. In Baumschulen werden deshalb Pflanzen vermehrt, die als hochwertiges Viehfutter und Arzneipflanzen dienen und die in Siedlungsnähe wachsen sollen.
Für die Wiederaufforstung züchtet man vor allem Bäume und Sträucher, die der Panda als Nahrungsquelle nutzen kann. Die Anpflanzungen müssen mit Zäunen vor Verbiss geschützt werden, damit der neue Wald ungehindert wachsen kann. Das Klima dafür ist ideal. An Niederschlag mangelt es nicht. 10.000 Liter jährlich sind das mancherorts pro Quadratmeter. Eine der Grundlagen des Artenreichtums in den Bambuswäldern. Die Wassermassen vom Dach der Welt speisen die großen Ströme Asiens und versorgen mehr als 2 Milliarden Menschen mit Wasser. Ein Viertel der Weltbevölkerung. Hier oben treiben die Bäche noch Mühlräder an, die Gebetsmühlen in Bewegung setzen. Beim Drehen der Trommeln werden buddhistische Mantras zum Wohle aller Lebewesen aktiviert. Und das scheint nötiger denn je. Der Lebensraum der roten Pandas gerät immer stärker unter Druck. An vielen Stellen des Himalayas wird gebaut. Über 400 Staudämme sollen die Wassermassen bändigen, um den Energiehunger der boomenden Wirtschaft der Anrainerländer zu stillen. Um die Auswirkungen solcher Eingriffe in Grenzen zu halten, wird es zunehmend wichtiger, Schutzgebiete auch über Grenzen hinweg zu sichern. Eine solche Zusammenarbeit gibt es zwischen Indien und Nepal bereits im Kanchenjunga-Schutzgebiet. Damit können solche seltenen Tierarten wie der Nebelparder geschützt und die Artenvielfalt der Bergwälder bewahrt werden. Und auch der rote Panda profitiert davon. Wenn ihm nicht Wilderer den Garaus machen. Leider gibt es immer noch Fellhandel. Allein in Nepal wurden in den letzten 10 Jahren 70 Felle konfisziert. Das ist dramatisch bei einem geschätzten Gesamtbestand von 500 Tieren im ganzen Land. Naturschützer haben sogar einen Fallensteller mit ihren Wildkameras dingfest gemacht. Diese Kameras werden eigentlich zur Bestandserfassung der Pandas an deren Toiletten aufgestellt. Dafür sind die Forest Guardians regelmäßig unterwegs. Und sie wissen sehr gut, wo sie ihre Pandas finden können. Mit dem Red Panda Express kommen inzwischen Besucher aus dem In- und Ausland in die Berge. Sie werden mit einem traditionellen Schal, dem tibetischen Katak, begrüßt. Der steht für Wohlwollen und Mitgefühl. Dieses Mitgefühl besitzen Gastgeber wie Gäste, denn sie alle wollen, dass die roten Pandas geschützt werden und ihre Märchenwälder erhalten bleiben. Der über das Red Panda Network organisierte Ökotourismus ist ein guter Beitrag, um den vergessenen Panda bekannter zu machen und um die Naturschutzaktivitäten in seiner Heimat zu unterstützen. Die Panda-Touristen kehren glücklich und zufrieden in das Dorf zurück. Diese Kombination aus Engagement vor Ort und weltweiter Unterstützung gibt Hoffnung für den Erhalt des roten Pandas, dem schönsten Säugetier der Welt.